So, jetzt habe ich zwei Studiogäste, die ihr Theaterprojekt zeigen möchten zum Generation Z. Wie wäre es, wenn ihr euch eben einmal ganz kurz vorstellt? Ja, hi, ich bin die Janina, ich bin 25 Jahre und studiere BWL. Hi, ich bin die Pauline, ich bin 22 Jahre und studiere auch BWL. Genau, damit unsere Zuschauer auch verstehen, was die Generation Z ist und was diese noch ausmacht, würde ich sagen, stellen wir eben einmal ganz klar, was die Generation Z ist. Was ist die Generation für euch und was macht sie aus? Ja, ist eigentlich eine ganz einfache Frage, weil wir sind die Generation Z. Wir wollen halt mit unserem Theaterstück die Generation Z auf der Bühne darstellen, wollen die Charakterzüge darstellen und wollen auch so ein bisschen den Übergang zu anderen Generationen darstellen. Genau. Okay. Wenn ihr euch selber so betrachtet, habt ihr bestimmte Eigenschaften, die wirklich schon typisch Generation Z sind? Ja, es ist eigentlich ganz lustig. Ich habe das Buch von Professor Scholz gelesen, ja, ich und ich musste selbst ziemlich drüber lachen, weil ich mich an ganz vielen Stellen einfach selber wiedergefunden habe. Ein Beispiel war zum Beispiel, dass die Generation Z sehr starken Wert legt auf geregelte Arbeitszeiten. Und bei mir war es eigentlich ähnlich. Nach der Ausbildung habe ich mich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, weil ich eben auch diese geregelten Arbeitszeiten bevorzuge. Ja, klar, das kann ich verstehen. Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Bei Esprit. Okay. Wenn ihr positive oder negative Eigenschaften der Generation beschreiben könntet, was wären zum Beispiel richtig positive? Ja, also eine der positivsten Eigenschaften ist auf jeden Fall, dass die Generation Z eine sehr strikte Trennung zwischen Berufs- und Privatleben fordert. Das heißt, die machen um 17 Uhr Feierabend und möchten dann nichts mehr mit Beruf zu tun haben. Sie gehen dann zu Kochkursen, ins Fitnessstudio und treffen sich mit Freunden. Und man wird niemals einen aus der Generation Z sehen, der irgendwie von Projekt zu Projekt hetzt oder bis Mitternacht noch eine Präsentation an Präsentation arbeitet oder am Frühstückstisch noch eine Mail verschickt. Ja. Und ich denke, in der heutigen Zeit, wo Burnout sehr aktuell ist, ist das sehr wichtig, so eine Eigenschaft zu haben. Und jede Generation könnte sich davon eine Scheibe abschneiden. Okay, und negativ? Negativ ist, dass die Generation Z eher eine Führungsverantwortung ablehnt, weil für die Generation Z bedeutet Führung ja Verantwortung übernehmen, leiten, lenken, kritisieren. Und das kostet halt Zeit und Nerven und das möchte die Generation Z nicht. Und für die Unternehmen ist das natürlich sehr schwierig, da die Generation Z eh noch den Vorteil hat des demografischen Wandels. Das heißt, die Unternehmen suchen sowieso händeringend nach neuen, guten Leuten. Und wenn diese dann noch Forderungen haben, ist es halt für die Unternehmen sehr schwierig. Ja, richtig. Also die Unternehmen müssen sich dann darauf so ein bisschen einstellen. Das ist auch das, was ihr wahrscheinlich zeigen möchtet. Dann, welches Publikum möchtet ihr ansprechen und welche Altersgruppe ist das dann? Ja, also es ist meistens so, dass ältere Generationen der jüngeren Generation eher skeptisch gegenübertreten. Also man hört dann öfter Sprüche wie, die Jugend von heute und so weiter. Und wir möchten halt diese Vorurteile aufheben, wir möchten Verständnis schaffen für die neue Generation Z und wir möchten auch in dieses Berufsleben reingehen, dass wir auch Führungskräfte vielleicht oder Unternehmen einfach ansprechen, um zu zeigen, okay Leute, das ist die Generation Z, die wird bald in euer Unternehmen oder ist schon in euer Unternehmen drin und auf die müsst ihr euch einstellen. Okay. Habt ihr so ein gewisses Ziel schon vor Augen und wenn ihr eine Message hättet, was wäre die an die Leute? Ja, also wir wollen die Generation Z auf jeden Fall positiv darstellen. Und die Message ist halt einfach, dass wir zeigen, wer sind wir und warum sind wir so, wie wir sind. Ja, okay. Das klingt schon sehr interessant. Seid ihr schon mitten in der Planung? Habt ihr da schon ein Drehbuch oder sowas in der Art? Also wir haben schon zwei Treffen gehabt. Wir haben bereits Sprechübungen gemacht, weil unsere Gruppe allgemein nicht theatertechnisch erprobt ist. Wir werden das alles selber spielen. Ja. Und also wie gesagt, zwei Treffen hatten wir schon. Wir haben schon einige Szenen zusammengestellt. Okay. Und wo und wann wird das Stück zu sehen sein? Wie seht ihr das schon? Am 21. Januar nächsten Jahres. Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt gegeben. Wir drucken aber auch noch Flyer, das wird dann alles draufstehen. Okay. Und das ist im Theatersaal an der Uni im Mensa-Gebäude. Okay. Dann vielen Dank schon mal, dass ihr da wart. Und euer Projekt klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich wünsche euch da noch sehr, sehr viel Erfolg in Zukunft. Danke. Dankeschön.